15. Februar 2020. Ein Mensch, Name, Geschlecht, Alter und Herkunft unbekannt.
19. Februar 2020. 53 Menschen, Alter, Geschlecht und Herkunft unbekannt, unterwegs in zwei Flüchtlingsbooten, sind vermisst auf dem See zwischen Bangladesch und den Kanarischen Inseln. Dann wird er sich auch auf die Seite der Linken wenden und sie ihnen sagen,
denk von mir in der Verblutung in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Jünger bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Und ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir nicht hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, aber ich sage euch, dass ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden mitgehen und die ewige Strafe erleiden. Die Gerechten aber das ewige. So schreibt Matthäus im Kapitel 25. Wenn Sie heute in Ihr Leben gekommen sind, wenn wir miteinander all der Verstorbenen gedenken, die wir nicht einmal gekannt haben, wenn wir an all das Leid, an all die Not denken, die täglich passiert. Es berührt einen immer wieder aufs Neue. Für manche mögen die Bilder, die immer wieder kommen, schon abgestumpft sein. Für manche sind es mittlerweile alltägliche Nachrichten. Dass aber darunter schwere menschliche Schicksale sind, dass Menschen zu Tode kommen, weil wir in den Industriestaaten nicht richtig handeln, weil wir in den Industriestaaten teilweise mitverantwortlich sind, dass dies täglich geschieht. Bin immer wieder entsetzt, wenn wir hören, zu was der Mensch fähig ist. Wir sind fähig, mittlerweile auf den Mars zu fahren und dort zu forschen und Steine zu holen. Wir können auf den Mond fliegen und forschen, was dort geschieht. Aber all die Mächtigen in der Welt sind nicht in der Lage, den Menschen ein lebenswürdiges Dasein in der ganzen Welt zu bescheren. Was für eine große Armut, gerade die Mächtigen in der Welt. Und was für eine traurige Aussage ist, wenn wir immer wieder hören, das Buch ist voll. Oder die sollen dort bleiben, wo sie hingehören. Was wollen wir mit diesen Menschen hier, die gehören nicht zu uns. Wenn wir bemüht wären, diesen Menschen in ihren Ländern ein Dasein zu schaffen, damit sie leben können, damit sie existieren können, damit sie eine Arbeit haben, damit sie ihre Familien ernähren können, dann hätten wir diese Probleme vermutlich in ganz geringem Maß. Dann würden so viele Menschen nicht in den Meeren ums Leben kommen. Aber gerade diese Mächtigen tragen Verantwortung für diese Situation. Und ich bin überzeugt, dass dieser König, der hier in dieser Bibelstelle bei Matthäus genannt ist, dass er die Großen und die Mächtigen der Welt einmal fragen wird. Ich war hungrig, ich war durstig, ich war fremd, ich war obdachlos, ich war im Gefängnis und ihr habt nichts dagegen getan. Es liegt in der Verantwortung, gerade der Großen. Und oft sagen wir Kleinen oder wir in den Dörfern und Gemeinden, wir können ja nichts dagegen tun. Wir sind machtlos. Uns hört man ja nicht. Die Stimme wird gehört.
hier einmal gefragt war, wie wir uns verhalten. Ich möchte mit einem Gebet für alle diese Flüchtlinge jetzt sprechen und am Ende dieser Feier, der dann für 5 Minuten lang die große Münsterglocke läuten, in Erinnerung an all die Menschen. Zeichen in dieser Feier hier ist schon die Osterkerze, die Dunkelheit erleuchtet, die brennt für all diese Menschen. Nada más.